einer weiteren Folge Minecraft Buildcraft zusammen mit dem Julian. Hallo Leute. Alter, und gerade geht bei mir auf jeden Fall sehr hart mit meinem Ping ab. Ich weiß nicht, woran es gerade liegt, aber naja. Ich habe hier schon mal ein bisschen gerade an dem Haus gearbeitet. Okay. Und ja. Leute, wir werden heute zum ersten Mal Diamanten abfarmen, ja. Genau. Und ich habe offscreen auch schon mal ein bisschen Holz gefarmt. Ein paar Stacks. Oh. Und ja, so einen groben Hausriss sieht man zumindest von aus hier. Und ja, ich würde sagen, wir machen einzelne Häuser. Also sagen wir ein Lagerhaus und dann noch ein Gott weiß was Haus halt. Oder? Ja. So Leute, wir werden jetzt Diamanten abbauen. Kannst du Lava einmal, kannst du Lava mitbringen? Nein! Was ist? Alter! Kannst du Lava mitbringen? Oder soll ich das eben holen? Nee, ich bin eben Lava. Ja, ich weiß auch, wo Lava ist, deswegen. Passt schon. Machen wir jetzt bei mir Lava. Okay, dann machen wir hier einmal so. Springt hier aber nicht mehr so knapp runter. Nicht mehr so knapp. War zwar knapp genug, aber gut. Ich würde sagen, wir machen dann Wasserfall runter, oder? Ja. Oder so ein Sprungloch, wo wir auch Fallen drin machen. Das heißt, dass man da zwei Knöpfe hat und wenn man den falschen drückt, dass man in, dann auf den Boden aufklatscht vorher, also dass so ein Pisten rauskommt und man daran verreckt, würde ich sagen, oder? Ja, ich hab's nicht überstanden. Hast du Lava oder muss ich jetzt selber? Nee, ich hab schon Lava, 2-1. Ja, ich hol mal, glaube ich, auch noch kurz eine. Kann man überhaupt Lava wegmachen oder sowas? So wie, also so wie Brunnen, Lava-Brunnen. Was ich jetzt machen will, ich will einen Cobblestone-Generator machen. Mit Feuer, Wasser und so. Lava und Wasser, deswegen. Deswegen brauchen wir auch, wie viel Dias hast du? Einen. Scheiße. Das ist leicht zu viel. Voll viel, lieber. Soll ich Enderman töten, riskieren? Nein, nicht mit Dias. Oh mein Gott. Ein Tag. Und ich habe bei Folge 1 jetzt ein wenig rumgeschnitten, weil ich gerade unter Zeitdruck stehe. Und ja, direkt nach dieser Aufnahme bin ich nämlich auch weg, weil ich gleich noch was machen muss. Und ja, deswegen. Und dann kann ich mein Lied endlich singen. Ja. der Server hier ist morgen dann um 14 Uhr auch, nee, um 12 Uhr endlich für alle Mitglieder, die auf der Whitelist sind, online. Wo war denn jetzt nochmal die Lava? Ich such's ja schon. Soll ich da jetzt nach Hause kommen? Jo. Also ich hab jetzt, noch ein bisschen Farm. Nee, ich brauch wenigstens den Lava-Eimer. Alles klar, ich sehe, ich so wie X-Ray, Alter. Alles klar, mach deinen Hex aus. Du kannst gerne ein Video gucken. Ich hab die ganze Welt gerade. Könntest du dann schnell nach Hause? Ja, ich brauche noch ein bisschen Preis. Oder darf ich eine Infos, die wäre aber wieder geschieht? Oder? Nee, als erstes muss ich noch Lapis Lazuli abbauen. Ich mache jetzt einfach eben Infos. Das ist jetzt einmal nur. Du bist fast voll. Ich nehme den mal eben. Damit du auch ein bisschen mehr Platz hast. Ich will mal schnell einen Cobblestone-Generator bauen. Okay. Muss ich gerade nur überlegen, wie das nochmal war. Das schon so lange nicht mehr gemacht. Mit Wasser und Lava und eben mit Schild und so. Ja, ich weiß. Ne, mit Schildern brauche ich sogar noch nicht mal. Ich meine, das war so, ich brauche mal eben noch mehr Dreck. Hast du mich
Eis. Hast du das Eis schon weggenommen von mir? Ja. Da, soweit ich weiß. Oh shit. Jetzt bitte. Und wir haben Smaragd. Was es aber nichts bringt. Aber trotzdem. Und noch ein Smaragd. Ich habe gerade voll Angst, dass jetzt die Lava weggeht. Guck mal kurz. Und wir haben Wald mit Diamanten. Lapis Lazuli. Wenn ich jetzt noch mal jemanden finde, dann. Nee, war an sich richtig. Hoffen wir es mal. Denn. Genau, ich habe sogar richtig gebaut direkt. Ist das geil? Für was? Wir haben jetzt einen Cobblestone-Generator. Okay. Ja, okay, aber wenn man Cobblestone so abbaut, dann ist es noch schneller, oder? Scheiße. Oh shit. Weißt du, was ich vergessen habe? Gedanklich. Wir sind hier im Schneebiom. Und? Weißt du, was mit Wasser passiert? Nee. Nee. Es gefriert. Ah. Ich hab jetzt erstmal einen Block drüber gemacht. Ist mir nämlich gerade aufgefallen. Mach halt so eine Schutzfolie. Ich darf den Hopper bauen. Was ist das? Hier ein Dropper. Nee, nicht ein Dropper, ein Trichter so. Ja, wenn du genügend Eisen dafür hast oder Materialien, schnell gesagt. Ja, ich brauch den unbedingt. Dann kann man einen Kapitzum-Generator, kann man das nämlich da ein bisschen geiler bauen. Und war das ein Modpack oder? Ah, nee, das war ein Modpack, schade. Okay. So, ich brauche noch eben zwei Eisen. Eben. Glas haben wir jetzt auch genug. Aber die Idee mit dem Cobblestone-Generator ist doch gar nicht mal so schlecht. Ja. Wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue, genau. Alter, Digga. Lava weg hier. So. Schaufel. Kiste. Schaufel raus. Trichter. Lava. Weißt du, was jetzt unser Vorteil ist? Wir haben da jetzt einen Trichter drunter. Das heißt, wir können einfach die ganze Zeit schlagen. Es passiert nichts Schlimmes. Ja, was kann ich schlagen? Hier der Trichter sammelt automatisch den Cobblestone aus. Achso, ja. Ist das geil? Ja. Das Kabel sollten jetzt erstmal zum Anfang genügen. 1, 2, 3, 4. Das Ganze wird hier auch noch ein bisschen verschönert. Aber erstmal wollte ich den Hauptgrundriss vom Haus haben. Wir können uns schon sehr viele Goldäpfel machen. Fuck. Sagen wir es so. Da war gerade Clear Lag und ich bin mit allen Sachen im Winter gestorben. In dem Moment. Echt jetzt? Ja. Ist das jetzt dein Ernst? Ja. Was ist alles in der Inventar von mir so? Ich hatte Eisensachen komplett. Viel. Ich hatte viel Holz. Ich hatte alles aus Eisen und einen Brustpanzer schon. Dauerlich. Ich hab nicht darauf geachtet, wie viel Herzen ich hab. Gute Leistung. Jetzt ernsthaft. Jetzt können wir hier jetzt alles von neu machen. Also ich würde sagen. Diamanten! Jo. Ich mache da mal einen kurzen Cut. Bis gleich. Ich auch cut? Da. Wir sind wieder da. Ja, genau. Und ich habe mal eben ein bisschen gefarmt. Wie man sieht. Ein bisschen Werkzeug, etc. Und jetzt passiert noch nicht mehr so ein Fail.
Ja. Ja, wir haben 7 Diamanten, Leute. Ich würde sagen, wir machen eine Dia-Spitzhacke und du baust Obsidian ab. Ja. Dann mache ich sie jetzt zu. Aber diesmal achte ich auch darauf, wie viele Herzen ich habe. Aber das war jetzt ärgerlich mit Clearlag. Ja. Schon. Ich habe mich nur gewundert, ich habe den Deathscreen gesehen und genau in dem Moment habe ich gesehen, dass die Items weg sind. So. Wo finde ich? Ach, und ich wurde von Mr. Sparkle P gefragt, ob wir demnächst mal Minecraft Megacraft Teil 3 machen wollen, und ja, das kommt sehr wahrscheinlich in Richtung Sommer, und wir wollen auch demnächst ein PvP-Projekt vielleicht noch mal machen, da gucke ich gerade, und da muss ich noch einen Sponsor aussuchen. Logische Fox, wenn du dieses Video siehst, wir suchen einen Sponsor für ein Projekt, bitte, also für ein neues Projekt noch, bitte melde dich mal bei mir, und wenn du es nicht siehst, ich schicke dir das Video so oder so. Ich bin gerade ein Obsidian-Abfahrer. Wie viel brauchen wir? 1, 2, 3, 4. Bring mal so 20 Stück mit. Oh shit. 20 Stück. Bei dir, Optiker. Wir werden ein bisschen mehr gebrauchen wohl. Dann können wir auch ein Enchantment-Table machen. Ja, dafür bräuchten wir sowieso nur. Ja, und hier für Dings brauchen wir aber auch noch ein bisschen. Erstmal für Nether Portal, da brauchen wir schon 4, 8 und dann nochmal 12, 20 Stück. Nee, bring mal 22 mit, weil fürs Nether Portal brauchen wir schon 20 Stück, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. 22, was läuft bei dir ab? Fürs Nether Portal brauchen wir, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, 20 Stück schon. Nein, für Nether Portal. Was für 20 Stück? 4 in der Breite. Also, dass man in der Mitte 2x3 hat. Also, das, was frei ist, noch. Warte mal kurz. Das sind bei mir, wenn ich mir jetzt nicht ganz erzählt habe, 20 Stück. Weil unten 4 und dann nochmal 3. Ach nee, doch nicht 20 Stück. Oder? Nee, doch keine 20 Stück, aber trotzdem bringe ich 20 Stück mit. Ja, ich habe Praktikum. Kein Mathe im Moment. 12. Alter, ich fange noch keine 20 mal Diamanten. Nicht Diamanten. Obsidian. Dann lass uns das nachher nochmal im Livestream machen. Weißt du, wie lange das dauert? Ja, warum? Kann es sein, dass man im Livestream doppelt hört? Nein. Manchmal. Letztes Mal hat man nicht doppelt gehört. Oder ich zumindest. Ja. Ja, das kann sein, wenn einer kein Headset aufhat. Ich habe Headset aufgehabt. Ja, aber wenn jemand anders kein Headset aufgehabt hat, sagen wir jetzt Kevin nicht. Immer dieser Kevin. Dieser Kevin. Nichts gegen Kevins, Leute, nichts. Wir haben eigentlich nichts gegen euch, aber ihr seid Wichser. Mein Spaß. Oh, alles klar. Einfach mal so eiskalt sagen. Ja, ich kenne nur wirklich Kevins und Kevins. Ich auch. Hab schon viele Erfahrungen gemacht. Vielleicht könnt ihr euch in diesem Video beweisen, ob ihr anders seid. Wenn ihr Kevin heißt und kein Kevin seid, oh. Dann schreibt es in die Kommentare. Ich sterb gleich wieder. Echt jetzt? Nein, aus dem Klileck. Dann schreibt es in die Kommentare, wenn ihr Kevin seid. Ey, wir nennen die Folge jetzt Dias und Clearlag. Okay. Und Kevin. Genau, also schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Wir haben auch eine Umfrage gemacht. Genau, die muss ich gleich auch nochmal gucken, ob ich die eingefügt habe. Aber ich würde sagen, weißt du, wie lange die Aufnahme ist? Wie lange? Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir machen da ja auch so lange, wie lange kann.
hat, kommt ja nicht immer auf die 15 Minuten an. Kann auch mal sein, dass 10 sind oder weniger. Aber ich wollte eigentlich die Folgen 15, 20 Minuten immer machen. Okay, also wie lange nehmen wir jetzt gerade auf? Keine Ahnung, aber lass uns dann so in einer Minute den Cut machen. Cut? Auf Stoppen meinst du wohl? Ja, mein ich doch. Cut. Ja, Cut ist ja auch theoretisch. So. Ich habe unser erstes Haus ein bisschen klein bemessen. Ich würde sagen, hier machen wir dann unser, ja, wie soll ich sagen, Rechenzentrum rein. Also unsere Betten und so unsere privaten Spuren. Digga, ich muss mal aufgucken, was ihr so gebaut habt. Ja, warte ich noch mal kurz, ich bin nämlich gleich fertig. Also ich habe jetzt 15 Obsidian. Kannst du nach Hause kommen. Ist passt bisschen, es. Jo, ist hier oben ein bisschen knapp bemessen. Das werden wir aber nachher auch noch mal ein bisschen vergrößern wohl, würde ich sagen. Aber jetzt erstmal für den Anfang haben wir schon mal Wände stehen. Kommst du? Okay. Hunter slash home, genau. Guck mal. Okay. Für den Anfang zwar klein bemessen, aber... Okay, warte mal, wo gehen wir? So, aber ich würde sagen, da machen wir hier mal einen Cut. So. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.